Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Fuß! Yeah! Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynareth. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynareth. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbindlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ro. Das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Nutzt eure Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ich? Ah!
Bruce, run! Gut gemacht. Wieder einmal. Bruce, run! Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Fuß, run! Beeindruckend. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wuld! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun benutzt. Fuß! Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Kult mit euch teilen. Werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Vex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tuum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraushaben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen.
Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. 5. Unser Anführer Parthor Nax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Er war im Großen Krieg ein Anführer der alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich, und die Anwendung der Stimme studieren. Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Möge der Himmel euch leiten.